Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avarion. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Wir müssen noch dahin, ne? Oder? Das ist das Nord-Nordwest-Tor. Ja, genau. Ich dachte, ich wäre schon weitergeflogen. Letztes Mal haben wir aber uns dann noch ablenken lassen zum Schluss. So war das, genau. Dann fliegen wir da mal schnell hin und gucken zu, dass wir dann in den Sektor kommen und da mal schauen, was da handelbar zum Beispiel ist, ob es da neue Sachen gibt. Wir wollen ja auch weiter Richtung Zentrum, um noch irgendwo mal ein bisschen besseres Dingens zu kriegen. Ja, es ist bessere Rohstoffe. Wir wollen ja einen Hangar bauen, ne? In dem Sinne. So. Schauen wir hier oben jetzt mal rein. Gibt's hier was zu handeln? Ne, gibt's nicht. Hier kriegt man das alles. Verkaufen. So Arzneimittel will ja keiner haben, oder? Ne. So, dann ist das auch erstmal hier leider nichts mehr. Gucken wir auf der Karte. Da geht's weiter nach Norden. Ich glaube, das nehmen wir dann auch. Und auf geht's. Ja, Handelsreise, ne? Da unten ist ein Asteroidengürtel. Da sehe ich Titan. Ist da auch was anderes drin? Achso, warte, ich glaube, wenn du da weggehst, dann driftet der auch darunter ab, ne? Der sieht so anders da aus. Und der sieht so groß aus, oder? Weil, ja, nee, oder? Nee, die sehen alle so normal aus, ne? Oder? Der ist nur näher da oben. Was haben wir hier für ein Ding? Reparaturdock. Achso, wir können mal nach einer Mission gucken. Vielleicht auf dem schwarzen Brett was. Nö, ist noch nicht mal. Okay, dann lass uns Richtung Tor weiter düsen. Okay. Da sind wir schon fast drinne. Und in den nächsten Sektor gucken, was da so los ist. Shift-Taste, Handelssystem und hier gibt es nichts zu handeln. Haben wir hier wohl irgendwie, ne? Oder? Wenn wir da kaufen können? Nee, oder? Doch. Sauerstoff. Irgendwo war Sauerstoff auch gefragt. Ja, ich erinnere mich. Hier könnte man was verkaufen, aber da habe ich nichts von. Ich glaube, wir sollten das vielleicht mal auswählen und überlegen, ob wir da alles mal gerade Karte gucken. Okay, da geht es einmal nach Norden, Nordwest weiter. Das wäre da wahrscheinlich. Ich glaube, wir fliegen nicht darunter, wir fliegen hier weiter. Das macht jetzt nicht unbedingt Sinn, den Sauerstoff da abzuziehen, ja, oder? Ja klar, irgendwo kann man ja wahrscheinlich verkaufen, auch gut, für einen guten Preis, aber wenn, dann wäre es sinnig, hier so eine Station gerade anzufliegen, die hier unterwegs ist, ne? Was gibt's denn hier so? Ja, guck mal, Ressourcenknappheit, 150 Früchte wollen die und Lieferung Wein. Das müssten wir irgendwo hinliefern, ne? Anzahlung 20.000, Belohnung sind, ich glaube, wir könnten das gerade nehmen, wir sind direkt, genau, wir müssen direkt anstocken, ist schon klar. Haben wir schon immer falsch gemacht, ne? Das Dock da oben wäre näher. Ich glaube, ich habe das gerade noch so gerettet, wa? Ich hätte den Nachbrenner mit eingeschossen da. Ja, fast da drauf geflogen. So. Dann wären die uns bestimmt nicht glücklich gesonnen gewesen. So, Doggen. Und schwarzes Brett. Lieferung Wein. Lieferung innerhalb von 5 Minuten. Ja, akzeptieren wir. Haben wir. Mission läuft. Jetzt müssen wir uns die Mission angucken. Lieferung 208, 317. Map aufmachen. Ist das da? Ja. Und fliegen wir da jetzt hin. Jetzt müssen wir gerade nochmal in unser Menü rein.
Achso, hier müssen wir erst raus. Ins Schiffmenü. Hier rein. Hat da sogar noch einen Platz frei, ne? Detektor, Radar-Upgrade, Energie nach Schild. Hatten wir nicht hier so ein Hyperraumsprung-Ding? Von dem Hyperraum-Upgrade, das ist es. Gut, da raus. Da rein. Koordinaten eingeben. Fertig. Wo müssen wir hin? Nach da oben irgendwo. Dahin. So, Sprungroute berechnet und wir sind weg. So. Gibt's hier irgendwas? Glaub nicht wirklich, ne? Oh, da kommen wir gar nicht direkt hin. Da müssen wir noch einmal vorweg springen. Nochmal Koordinaten eingeben. Das wäre da lang fliegen. Und dann springen wir da hin. Aber wir brauchen noch 6 Sekunden, bis wir da hinkommen. So sind die rum, ich denke ja, ne, oder? Ja. Und dann... Wer ist das denn jetzt hier? Hallöchen, wer mag's wohl sein? Das könnte ich dich genauso fragen, alles klar. Ich bin nur einer von vielen Brüdern. Nachdem sie starben, war es für mich an der Zeit, die Macht zu ergreifen. Okay. Jetzt zahlst du 350 Credits, wie dein Leben entleben und Jib oder du stirbst. Also was wird es wohl sein? Gibt es eine dritte Option? Nein. Okay, dann bringe ich dich um. Alles klar. Okay. Ich weiß nicht, wie gut denn seine Waffen sind, ne? Ah, da kommen wir dran, ne? Das heißt, jetzt den Rückwärtsgang rein. Oh, ich glaube, er ist nicht alleine. Himmelhund. Das ist ja gemein, ne? Wenn er alleine gewesen wäre, ne? Dann wäre das was anderes gewesen, ey. Aber so. Gehen wir gerade auf die Karte. Koordinaten eingegeben und weiter geht's. Sprungbereit und weg. So, ich glaube, das war's dann erstmal. Jetzt müssen wir hier das Ziel finden. Nee, das war verkehrt. F wollen wir drücken. Lieferung 150 Bein. Okay, dann sind wir hier richtig. Ja, bitte einmal raus und dann dahin. Entschuldigung. Was haben wir? Ach so, wir sind beschädigt, ne? Das ist das. Naja. Ah ne, wir sind schwach beglichen. Okay. Dock. Wo ist das Dock, bitte? Da rechts ist ein Dock. Docken und liefern. Gut, haben wir auch erledigt. Okay. Erfolgreiche Mission war das. Jetzt gucken wir hier rein. Da ist aber nichts. So, das würde bedeuten, hier ist ja jetzt erstmal nichts, ne? Wir könnten noch was zukaufen vielleicht. Da ist nichts. Okay, das lassen wir aus. Jetzt gehen wir ins Baumenü erstmal auf jeden Fall und reparieren das. Und wir sind schwach von der Ausrüstung her. Was ist das denn hier? Vierfach Poltergeschützturm 7,6, 1,5, 1,6,
2,5, das ist 7,6. Jetzt müssen wir uns mal... Ah, da bin ich wieder verkehrt. Dieses Menü bitte einmal zu. Und was haben wir hier drin? Das ist die Frage, Maschinengeschützturm. Schaden 5. 2,9. 4,9. Das würde bedeuten, es macht Sinn, diese Waffe zu nehmen und einzubauen, ne? Das will er jetzt nicht, ist klar. Das entfernen wir und setzen das dahin, oder? Aber dann schreit er immer noch, dass das so ist. So, jetzt lassen wir gerade schauen. Was können wir mit dem Hyperraum-Upgrade brauchen wir erst noch, ne? Ja. Wir sollten eigentlich den Frachtraum vergrößern, das wäre vielleicht sinnig, oder? Die Maustaste war das nicht, sondern die. So. Wohin damit? Das ist die Frage. Ich würde es, wenn, unten drunter setzen wollen. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal hier die Sensoren. Okay. Sind schwächer geworden. Das dahin und das dahin. Und jetzt den Frachtraum vergrößern. Die Höhe ist schon passend, ne, oder? Ich möchte diese Höhe schon gerne beibehalten, ne? Das ist jetzt auch passend. Jetzt möchte ich noch die Breite haben. So. Jetzt möchte ich das da drunter basteln. So, das andere sehe ich gerade, ist ein anderer Bauart. Das ist dann wohl schon Titan, ne? Aber das soll jetzt erstmal nicht so entscheidend sein. So. Gehen die dahinter? Ne, die gehen nicht dahinter. Mal so. So. Den habe ich jetzt ausgewählt. Kann ich den jetzt kopieren? Blöcke reparieren. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Ne. Farbe wählen. Muss doch eigentlich hier kopieren, gespeicherte Schiffe. Was hat er jetzt? Ich habe doch nichts gemacht, oder? Bin ich irgendwo gegengeknallt? Nein, ne? Ah, Bildgröße, lokales Gitter. Kann ich hier noch was ändern? Kein Einrasten, globales Gitter, lokales Gitter, Blockmitte. Sicherer Modus, Block angleichen. Form angleichen. Nee, ich weiß nicht. Das lass mal weg. Blöcke umwandeln, nein. Blöcke reparieren, nein. Ich muss das doch auch kopieren können. Hat er irgendwie Geld gekriegt, ich weiß aber nicht wofür. Also, Frachtraum größer, das passt schon mal, das weiß ich jetzt nicht. Der ist wohl so genauso groß. Höhe sieht schon wieder anders aus. Na, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Kannst das Schiff anpassen.
Nee, das ist falsch. Ich habe diesen ausgewählt. Wenn ich jetzt Steuerung C drücke, ne, macht er das nicht. Das kennt er dann doch nicht. Gittergröße haben wir da ausgewählt. Eine kleine Gruppe Alienschiffe ist aufgetaucht, okay. Der ausgewählte Block. Komm, wir machen das mal so. Und schauen, ob wir das da nicht unterkriegen. Ah. Nee, das ist dann doof. Baumaterial Eisen, ja. Mach das mal weg. Der ist jetzt ausgewählt. Ich krieg's da nicht leider rein. Ich würde da gerne mal ein Baumuster noch hinterlegen, ne? Geht halt nicht. Eisen, Frachtraum. Das ist mein Frachtraum. Okay, dann auf ein neues gerade. Könnte sein, dass das jetzt die Größe ist. Das sieht aber irgendwie anders aus. Vielleicht passt das, ich weiß es nicht. Aber das können wir hier hinten drinne packen, dann sehen wir das, genau. So ist er auch gleich. Ich glaube, dann ist er passend, oder? Wenn ich jetzt hier anpappe, passt das. So, diesen Stein möchte ich jetzt eigentlich hier speichern. Wie geht das? Wenn da einer eine Ahnung hat, dann möchte er mir das doch bitte sagen. Farbe wählen. Vordefinierte Form zeigen. Ja, das ist das, ne? Muss wohl noch ein bisschen anders sein. Sind sie dicker so? Nee, oder? Nee. Passt dann auch nicht, okay. Dann lass die weg. Und ich glaube, wir lassen das auch erstmal so. So, Bewaffnung ist dann wohl zu schwach. Das ist dann auch klar. Dann gehen wir hier raus. Und dann würde ich sagen, haben wir diese Aufgabe erstmal erledigt. Fliegen ein Stück vor. Gucken mal, was wir hier so sehen. Ich glaube, das ist Titan, oder? Ja, das ist ein Titan. Bolzen. Ja. Der sieht so groß aus, weil die Asteroiden, muss man ja gucken, ne? Je größer die sind, dann kann man die auch claimen. Muss man nur nah genug ranfliegen für. Und dann können die einem, ne? Und dann kann man da nachher auch eine Mine rausbauen, zum Beispiel. Dafür muss man das Interagieren auswählen. Und dann, wenn man nahe dran ist, ich glaube unter 0,2, dann wird das einem angezeigt, dass man den auch besitzen kann. Die sehen allerdings auch ein bisschen anders irgendwie aus, so zusammengewürfelt. Ist da hinten noch was? Da sieht doch irgendein. Ah ne, das ist Eisen. Okay, steht dran. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass wir hier noch ein bisschen Eisen kriegen.
Titan kriegen. Ich glaube, ich fliege mal gerade da. Bombendonner erwischt, schade. Und dann, ja, schauen wir mal, dass wir da. Oh, der Bolter, den wir da gerade eingebaut haben, der ist schon richtig gut, oder? Aber kann sein, dass wir gerade unsere Waffe verloren haben? Ich glaube ja, die haben wir gerade abgehauen, oder was? Gut, okay, da kümmern wir uns nächste Folge drumherum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!